Hallo, liebe Freunde, es geht weiter mit dem nächsten Teil von Tainted Grail, The Fall of Avalon. So. Ich stehe hier vor dem Tempel. Ich darf jetzt da rein, weil ich ja viele Missionen erledigt habe für die... Wie sagt man dazu? Für die, für den Stamm der Del Riata. Mach mal das Schwert weg. Da oben soll ja dieser General sein. Mal gucken, was man da oben noch machen kann. So. Müssen die Wachen sein. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Ich hätte doch da oben noch irgendwas anderes machen sollen, oder? Außer den General besuchen. Erstmal gucken. Komisch, ich kann mit keinem reden. Hier gibt es nichts zu tun. Also, da vorne war noch eine Tür, die werde ich noch abchecken, aber hier überhaupt nichts. Naja gut, dann gehe ich wieder zurück. Ich dachte, ich hätte den Schrein so oder so aufsuchen sollen, weil da noch was zu erledigen wäre. Aber anscheinend gibt es da gar nichts. Okay. Leider nur Nahrungsmittel hier. Ich gehe mal auf die andere Seite. Auch nur Nahrungsmittel. Vielleicht liegt eine Kiste oder so, wo hier verbuddelt ist. Nee. Was war das? Ah, Fisch. Kohl, Karotte. Nee, da ist gar nichts, Leute. Naja, gut. Dann werde ich da vorne in die Tür reingehen. Mit dem kann ich auch nicht reden. Okay. Okay. Schauen wir mal, warum der General da oben ist. Ich dachte, die zwei hassen sich, die zwei. Die Wächter und die Del Riata. So, okay, Katrin ist in einer Zelle. Ah, okay, das mit dem Mann ist... Ich habe keine Ahnung, wo der Mann steckt. Ich weiß nicht. Ja. We need to agree on a plan. Camelot will soon realize that something is wrong. Don't fret. The Del Riata value honor over life. And we gave you our word. Aren't you aware that taking the temple was the worst possible idea? This will only quicken Camelot's intervention. If they send Galahad... You'll treat him like any other enemy of the tribes. And taking control of the temple was... inevitable. Why? Because you don't like the All Mother? Or was this meant to be a provocation to warrant Camelot's invasion, We believe in the same goddess. But we call her... Mater. That doesn't answer my question. I thought I heard something. You must have a lot of courage to come all the way here. Before I kill you, tell me. How did you manage to do it? Okay. Ich bin eine Freundin der Del Riata. Ich helfe eurem Volk so gut ich kann. Das war ganz einfach. Deine Leute sind allein beim Anblick schon umgekippt. Na Quatsch. That would explain why there was no bloodshed. I appreciate it, friend of the Del Riata. Perhaps I won't even kill you. They call me One Eye. If you went to the trouble of coming all the way here, I guess you must be looking for me. Eigentlich suche ich den Hauptmann. Stärke. Ich bin hier, um den Hauptmann vor Gericht zu bringen. Nee, Quatsch. Do the men of the Horns of the South master, Commander? Are they yet again stumbling about like babes in the woods? And here I thought the keepers all locked up in their keep
could at least hold on to just this piece of land, since they haven't been able to defend the entire area for a long time. Oh, come off it. You don't need to rub it in our faces every chance you get. How many times have we talked about this, huh? Must be a week now, and you still feel the need to gloat. We have a guest. What brings you here? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Fergus dachte, ihr seid tot. Ihr seid der Hauptmann der Hörner des Südens. Was macht ihr denn hier? Ich mach das Erste. Fergus is a good lad, but he doesn't understand just how deep in shit the South is. Or what needs to be done to dig ourselves out of it. Ihr seid der Hauptmann der Hörner, Mark. Das habe ich schon mal gesagt. I'm doing business, but we should start from the beginning. Who's asking? Ich arbeite für Caradoc. Caradoc? I haven't heard that name for a very long time, but I do remember that years ago, I gave him a set of our pins. I see you wearing one now. But you don't look like a knight. And knowing him, I doubt you took this pin off his corpse. So, with that out the way, what brings you here? Der Quartiermeister sucht euch. Galahad ist auf dem Weg, um zu untersuchen, was hier los ist. Galahad? That madman's coming here. Damn it. I met him once. He's no knight. He's a butcher. Bloody windfucker will fly from Camelot to the Horns just to hang half the garrison for whatever he himself perceives as disobedience or treason. And I can assure you, there won't be any investigating when he arrives. Oh, well, I knew I couldn't deceive them forever. See? I told you that if you didn't leave the damn temple alone, there'd be trouble. He's welcome to come here. Oh, I can't take it anymore. Do you see what I have to deal with here, hm? Galahad kommt, um den Tempel zurückzuerobern. Don't tell me you're that naive. Do you know how he got the moniker The Pure? He somehow got it into his thick head that evil is rampant everywhere and that it's best to purify it with fire. So he goes around setting everything on fire. Sure, sure, it's pure afterwards because there's nothing left. Well, apart from the ashes of burned corpses, obviously, but that's not something anyone in Camelot cares about, is it? My arse is purer than that fellow. Even right after I take a huge dump. I cannot wait. See? Both of them are crazy. Mad as coots. And unless one of them comes to his senses, the entire South will go up in flames. It will be purified. That's for sure. But I don't plan on dying for Camelot's moronic ideas. Sollte der Hauptmann der Hörner des Südens nicht zu Camelot halten? Klingt für mich, als wärt ihr schlichtweg ein Verräter. The captain of the Horns of the South should support his people. Of course, traditionally, it means supporting Camelot as well. But what difference does it make which banner flies on that keep of ours, eh? Maybe I don't have a very traditional approach to leadership, like Fergus does. But everything I do is for the good of my men. Das fällt mir schwer zu glauben. Who do you think persuaded those Camelot snobs to finance the rebuilding of the lighthouse under the guise of restoring the splendor of the South? Huh? Me, of course. And I was using that money to stockpile our supplies and strengthen our defenses. I mean, who the hell needs a second lighthouse? Why was it built in the first place? Hmm? If any northern nobles had ever deigned to move their asses to the South and think about it for 5 seconds, they'd have come up with it themselves, wouldn't they? Das ist euer ganzer Plan. Was hat das mit den Dalriaden zu tun? What do you think? Striking a deal with the tribes is the only way for the Horns of the South to regain its former glory. With their fearless army and reserves of Weirdstone, combined with my business sense, we'll soon make the South independent of those leeches from the capital. If we allow the Dalriada tribes to settle in the South, they'll become a military force all of Avalon will have to reckon with. There will be no more bandits, no more crippling taxes for Camelot. People will be able to peacefully live out the days, no matter how many they have left. This is the only sensible solution. Only through an alliance with the tribes will we regain peace
and independence. They'll take care of the fighting, and I'll deal with the economy. The people of the South will finally be safe. No more hunger. No more waiting for the lordships in Camelot to kindly turn their quaffed heads in our direction. No more of our blood spilled in raids by desperate bandits. But that's enough talking for now. Tell her about the crypt. Why? Anyone who found a way to get through my men deserves to know. Some people are swayed by arguments, but others need something more tangible. Your vision alone wouldn't persuade any of my people to fight. But I just needed to show them the crypt, and I quickly understood who has always been the true enemy. I don't really have a choice, do I? In the sunken village, you'll find the entrance to Seawald's crypt. Mm-hmm. Everyone knows the story about the bad druids who sealed and flooded the place, which is true, but only up to a point. Well, it just so happens that my companion here broke those old seals and replaced them with his own. Take the sigil. Behind the statue, you'll find a place where it fits. Ah. You'll see that the story is a little different from what we've been telling ourselves. And if that doesn't convince you that the foundations upon which Camelot were built are more the colour of shit than ivory, nothing ever will. You can get into bed with Galahad for all I care. Go there. See it with your own eyes. Then come back to us. I know we can count on your help. With our initiative. Da war ich doch schon in der Gruft. Da war doch hinter der Statue irgendwie so ein Ding zum Einsetzen. Kann ich mich hier frei bewegen oder ist das... Ich wollte mal gucken, wer das da ist. Aha, keiner. Narzissen, Holzkübel... Nee, da kann ich nichts machen. Okay. Jetzt vielleicht wieder so ein Schrein für ein Opfer zu machen. Hier vielleicht? Nee. Pfefferminze, Eisenhut. Nö, da ist auch nichts. Was macht denn der, Alter? Ne, da ist nichts. Gut, gehen wir raus. Toll. Da ist also ein Ritter oder irgendjemand auf dem Weg, wo alle töten will. Um die Insel zu säubern. Okay. Und ich muss zu dieser Statue da. Oder zu dem Ding da, wo ich das Siegel einfügen muss. Na ja, gut. So. Zeig mal her. Der Hauptmann und Einauge meinten, ich sollte hinter der Statue an Sibals Kraft nachschauen. Das habe ich immer noch nicht gefunden. Wer ist denn das nochmal, der Ehemann? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe keine Ahnung. Waffenbrüder. Fergus habe ich gebeten, ihm die Marken... Okay, das haben wir schon gehabt. Das haben wir auch schon gehabt. Das ist ja laufend, die zwei. Die gehen permanent. Im Schatten der Hörner. Ja, das habe ich ja schon gehabt. Jetzt Caradoc meinte, er hat uns gerettet, damit wir ihm helfen können. Excalibur. Die Welt wartet. Fragmente, da das komische Wesen ganz am Anfang. Bis jetzt habe ich noch keine weiteren Fragmente gefunden, keine Ahnung. So, ich gehe jetzt nochmal hier halt hin. Gibt ja nichts anderes zu tun. So, versunkene Gruft ist da hinten. Ne, warte mal. Wo ist das versunkene Dorf, meine ich? Hä? War das hier? Ne. Das muss doch hier sein.
Hier ist es, genau. Mein Hals ist etwas verschleimt. Ich glaube, ich werde wieder ein bisschen erkältet. Also krank. Dass ich eine kleine Erkältung bekomme hier. Die Glocke konnten wir auch noch nicht reparieren. Ich weiß nicht, was, wie ich das anstellen soll. Ich habe ja diese kaputte Glocke gefunden. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man die jetzt da wieder einsetzt. Okay. Ich habe gerade irgendwas gelesen, auf Englisch. Ich glaube, da stand irgendwas mit, wenn ich mich um irgendwelche negativen Eigenschaften oder magischen Dinge da nicht kümmere, dann werden die für immer gelten. Oder so. Hier sind alle tot, ne? Ich habe alle getötet. Auf jeden Fall die. Sind das Ritter oder sind das Druiden? Die sehen nur nicht aus wie Druiden. So, okay. Krass, hat funktioniert. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was da hinten ist, ey. Was hätte ich hier suchen sollen? Oder wissen die das gar nicht? Mal kurz gucken hier. Ja, das war alles. Ich soll nachsehen. Was sich hier befindet, keine Ahnung. Warte mal, das tun wir gleich mal einen Lichtzauber benutzen. Was ist das hier? Irgendwelche Krokons? Hä? Was ist denn hier passiert? Werden hier Zombies gemacht oder waren das vielleicht Druiden, die sich hier eingeschlossen haben, aber haben das nicht überlebt? Und sind jetzt am Verwesen oder so? Keine Ahnung. Ich schlag mal da drauf. Okay, passiert nichts. Artus Testament. Artus. War das nicht ein Ritter der Tafelrunde? Unterschriebene Abschrift. Nachdem Sival sich als absolut treu erwiesen hat und die Hörner des Südens Camelot ebenbürtig sind, ist es nun mein Wille, dass Excalibur nach meinem Tode von den Wächtern des Südens bewahrt werden soll. Ja, das Schwert ist ja oben in der Burg. Möge das Schwert im Hof der Hörner ruhen und auf ewig ein Zeichen der Freundschaft zwischen unseren Häusern sein. Möge mein Schwert in Zeiten der Not von denjenigen gezückt werden, die sich als würdig erweisen. Das Geheimnis, wie man sich als würdig erweist, vertraue ich dem Hauptmann an. Mögen alle nachfolgenden Hauptmänner dieses Wissen an ihre Nachfolger weitergeben, bis an den Tag, an dem die ehrenwerte Person erscheint und das Geheimnis sich ihr offenbart. So mir die Allmutter und alle Götter der Heimat helfen. Ja. Da müsste der Hauptmann wissen, was Sache ist. Unleserliche uralte Schriftrolle. Es ziemt sich nicht für einen König, seine getreuen Ritter um dergleichen zu ersuchen. Sogleich besänftigte ihn Merlin. Sollten wir dies nicht tun, so werden wir uns keine Heimat schaffen können und all unsere Untertanen gehen zugrunde anstatt einigen wenigen. So seufzte Artus schwer, schmerzte es doch sein Herz, doch er wusste, dass der weise Merlin die Wahrheit sprach. Sibyl, sprach der König, wir haben eine Bitte an unseren treuen Gefährten. Merlin wird... Unleserlich, okay.
Und so schwur Sivo: Meine Treue ist euch gewiss, Eure Majestät. Ich werde eure Bitte erfüllen. Merlin nahm einen großen Kessel, schwarz wie die Nacht, und Sivil tat erneut den ersten Schritt, so wie er es vormals an der Küste Avalons getan hat. Und siehe da, eine Träne zierte Artus' Antlitz, als er seines treuesten Freundes gedachte. Sehr konfus. Was sind das für Kokons? Oh, der lebt noch. Da ist noch einer drin, der lebt. Ansonsten kann ich hier nichts machen. Gut, dann will man mal mit dem reden hier. Oder ist da noch was hinten dran? Nö. Okay, dann fangen wir mal an. Wer ist denn das? You are not him. You are different. Wer seid ihr? I am Sewell Firstfoot. Oh. The one who scouted the land before the traitor Arthur set foot on it. Verräter? I was loyal. I was devoted. Arthur wanted more. Arthur betrayed me. Yes, it is my legacy. The jewel of the South, the safe haven of honorable men. I've been here for so long, it doesn't matter anymore. The Dalriata promised me revenge. They understand what happened here. Everyone who comes here has the right to ask. Okay, sag mir, was hier geschehen ist. I was the most loyal of Arthur's men. I was the first to go ashore and take on any danger that might arise in this new and unfamiliar land. Then came the war. I fought by his side, shielded him with my own body. I trusted him. But Arthur wanted more. Arthur longed to possess a power equal to that of our enemies. So Merlin decided our king must first become immortal. Only then could he achieve greatness. But Merlin needed volunteers. Trusted people to go first and make sure that his methods were effective. So we wouldn't risk Arthur's life in trying to grant him immortality. They thought I had died, so they buried me. Oh, und seitdem ist er hier drin, oder was? Das Experiment war erfolgreich und sie haben es nicht gemerkt. Ihr habt euch auf Arthur verlassen. Er sollte sicher gehen, dass ihr tot seid. Und er hat euch zurückgelassen. Arthur's greed and Merlin's obsession made me what I am now. Arthur should have made sure. They thought I was dead. But I heard everything. I know there were others after me. I know that the king didn't hesitate to do anything to achieve his goal. Experimented on all the knights, abusing their oath. He told them it was for the greater good. Their lives, our lives, meant nothing to him. Then, he revealed what he really wanted to become. He tried to become one of them. Arthur hat versucht, ein Einstiger zu werden. Ich weiß nicht, wie das jetzt Camelots Verrat unter Beweis stellen soll. Was soll daran Verrat sein? Der König tat, was er für nötig hielt, um den Krieg zu gewinnen. He sacrificed the lives of the noblest of men. And this is the greatest possible betrayal. We cannot be helped. We cannot be killed. The Dalriata promised to burn down Camelot. Avenge the memory of all my brothers. Camelot was built on betrayal. People have the right to live in truth. When Camelot falls, we will finally be free. Build a new world. Let the dead leave this one. Aha, okay. Nochmal reden? Avenge us. Okay, ja toll. Die wurden also alle verraten. Die meisten sind alle tot, ne? Die bewegen sich nämlich nicht mehr. Die waren alle tot und er lebt noch. Ja, toll. Und ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihn auch nicht rauslassen, irgendwie. Naja, gut. Jetzt hoffe ich natürlich, dass oben diese Ritter, die da gebetet haben, dass sie auch immer noch weiter beten. Und mich nicht mehr angreifen.
Okay, die beten noch weiter. Oh, wer ist das? So, what do you think? Warum ist das Tor zu? Yes, it's all the facade, and it's just seawall. Think what else they must be hiding, huh? Really, there's no point in invoking tradition any longer, because it's worth shit. The only thing that matters is safety and loyalty towards the one who can provide it. Warte, was jetzt? Now I'd say it looks like someone needs to die. And somehow, you unwittingly became the most important person in the region because your decision will change how the entire situation unfolds. Will er mich jetzt töten, oder was? Galahad needs to die, of course. Ah. That will solve some of our problems. We'll say he got himself into trouble, and then we'll sweep the entire matter under the rug. We'll be able to continue our talks with the tribes. By the time someone in Camelot finally gets off their ass and comes to investigate what's happening here, it'll be too late. Ihr wollt, dass ich einen Ritter der Talrunde töte? Gibt es Alternativen? You could get rid of one eye. We trust you. You're allowed to enter the temple. Sounds like perfect conditions to put a knife in his back to me. We'll be able to report a full success in reclaiming the south and whatnot. You might even get a medal. Now any of the tribes will be willing to talk to you afterwards, but Camelot would be ecstatic. Muss für den Frieden wirklich jemand sterben? I doubt there is any other way that wouldn't result in a full-blown war between Camelot and the tribes. And without half our garrison ended up burnt or on a stake for treason or some other nonsense. Meanwhile, I can't afford to target any of them myself, or it would complicate the situation even further. As you see, you're the only one that can do it. So I leave the choice to you. Boah. Soll ich lieber den Ritter der Tafelrunde töten? Wer ist nochmal Galahad nochmal? War es nicht der alle töten will oder verbrennen will? Ich denke, wir müssen ein Auge loswerden. Stirb, du Verräter. Ja, toll. Boah, schwer. Ein Ritter der Tafelrunde, der hier viele Männer auf dem Gewissen hat oder seine Vorfahren. Komm, ich mach das. Wise decision. Good luck. You go ahead and I'll placate the horns. Make sure the men don't suspect anything. Yeah? Okay. Boah, das war schwer jetzt. Ich hätte ihn auch töten können, aber ich hatte keinen Grund dazu. Und diesen Einauge-Typ da zu töten. Die wollen ja diesen Sievel rächen, ja, also. Nee. Gerechtigkeit. Ich will keinen Verbrecher helfen hier. Jetzt mal gucken, wo dieser Galahad überhaupt ist. Sehe ich den hier schon? Hauptmann Brandon überlässt dir die Entscheidung, ob ich mich Galahad oder ein Auge aus dem... Achso, ob ich Galahad oder ein Auge aus dem Weg räumen will. Ja, toll. Wo sind die jetzt? Galahad. Schatten der Hörner. Hier müsste dieser Galahad sein. Und da oben ist der Einauge. Okay, dann werde ich mal hier hingehen. Mal gucken. Vielleicht greift er mich auch direkt an. Ja, dann habe ich einen Grund, den einfach zu killen. Hier müsste er sein. Unbefugtes Betreten. Aha. Ja, wie soll ich denn sonst hier reinkommen? Unbefugtes Betreten. Wird er mich angreifen? Oh ja. Stop right there! Who are you? And what do you want here? Ich habe gehört, dass man Galahad den Lautern hier findet. Ich habe eine Ruine gesehen, die ich erkunden wollte. Wer bist du denn? Very funny.
You're lucky I have to answer. We're the personal guard of Sir Galahad the Pure, a knight of the Round Table. But you won't be meeting him until you tell us why you're here. You could also leave in peace. That's what I'd recommend. Siehst du diese Anstecknadel? Ich muss dir gar nicht sagen. Bring mich zu Galahad. Ich will ihn gar nicht sehen. Ich gehe einfach. Boah, schwere Entscheidung. It's true that this pin obliges me to take you to the knight. But did you actually earn it? Or did you just pluck it from a corpse? Well, that's for Galahad to decide. Go. But bear in mind that Galahad is not a patient man. I only hope your cause is worth his time. Otherwise, we'll be carrying you out in a sack. The door is open. You'll find Galahad inside. Try not to make him angry. Aha. Boah, das ging nochmal gut, aber ich muss den ja so oder so umbringen, ja. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber rein darf ich mal auf jeden Fall. Oh, wer ist das? Waren das nicht Banditen, die ich vorher getötet habe? Oh, da geht's runter. Konnte man da schon vorher runter? Ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der aussieht und was der sagt. Ja, das ist mir scheiße. Das soll ich ihn einfach killen, ey. Ich bin ja da unten alleine. Boah, tatsächlich, da hat schon hier Leute verbrannt. Also mir scheinen hier die, also die Geschichte, die man so kennt von König Artus und dem Excalibur und der ganze Kram, dass es alles gute Leute waren. Aber hier, das, die Geschichte, also das Spiel, da sind alle böse irgendwie. Ne? Krass. So, da gucke ich erstmal hier, ob ich da was, noch was finde. Bevor ich hier nicht mehr runter kann. Himbeeren, nee, brauche ich nicht. Selbstgebrannter. Ja, komm der mit. Oh, hier könnte man weiter, aber das ist leider zugeschüttet. Ja, okay. Hier könnte man rein, aber das geht auch nicht. Schade. Tatsächlich, da hat hier einfach Leute verbrannt. Ob das Banditen waren? Keine Ahnung. Hier sitzt er. Oh, who goes there? I hope this is important. Otherwise you're going to burn. Along with my useless personal guard. Needing punishment for wasting my time. Was? Da hat seine Leibgarde, was? Ach so. Zusammen? Nee, noch nicht. Okay. Ich bin da. Ich bringe euch den Tod. Seid ihr Galahad der Lautere? Depends on who's asking and what they want. Alright, just be quick. I'm not known for my patience. Ich wollte nur kennenlernen. Ihr seid eine Legende. Ich bewundere euch schon seit Jahren, aber es gibt noch so viel, was ich über euch nicht über euch weiß. Ich habe ein paar kurze Fragen, bevor ich euch töte. Ich wollte euch warnen, dass es eine Verschwörung gibt. Der Hauptmann der Hörner des Südens will euch tot sehen. Nee, das sage ich natürlich nicht. Ich mache das erste Mal. Well. If you put it like that, then yes, it's me, Galahad the Pure. And I do like talking about myself. Go on, ask away. Okay. Ihr seid auf dem Weg zu den Hörnern des Südens, warum? Because it's my shitty job to keep an eye on those lazy fish eaters. The gold keeps pouring in. I need to make sure they're doing something sensible with it. And then there are the Dalrita in the region. Their presence here guarantees the downfall of the South. Don't like anything failing on my watch. Ich scheine die Bedrohung der Dalriata ernst zu nehmen. The Dalriata may be primitive, but they know how to swing their axes. I'll give them that. We may have to send some troops from Camelot to help the keepers wipe those savages out. Only the combined forces of Camelot and the Horns of the South can ensure safety for all of us. Traitors, the lot of them. Savages and traitors. That's what I'll tell you. Aha, Verräter, inwiefern sind die Dalriata Verräter? Did you know that they used to be on our side? Arthur gave them forlorn swords to manage as they saw fit. It was a prosperous place. They were supposed to keep an eye on the giants, deliver iron and
chase after their cousins or whatever else they fancy doing. But no, that wasn't enough. They just had to spread all over the South. Start talking about independence. About some supposed things owed to them. There is no independence from Camelot. We don't owe them crap. On Avalon, there is only Camelot, and this is the only way for us humans, to survive. If these nearsighted mongrels ever saw the horrors of the weirdness firsthand, they'd never even dream about independence. But the good news, if they kneel before Camelot soon, then I'll personally make sure that their elders burn. Mark my words. Ihr sagtet, ihr würdet persönlich dafür sorgen, dass die Dalriader brennen werden? There are some sins that cannot be forgiven. And treason is one of them. The moment they actually declare war, I'll be there. Oh, yes. I'll personally deliver justice to them. And fire. Fire purifies everything. Burn a man and you burn away all of his sins. For some, this is the only way. There is no sight more beautiful than the glow of a blazing fire against the night sky. But enough of all this. I'm not stupid, you know. Das habe ich nicht behauptet. Ich wollte euch nicht beleidigen. Habe ich euch das etwa? Did you think I wouldn't notice the pin you have on your clothes? Look here. I have a similar one. You're not here by accident. So. Do you care to explain why you're really here? Or should I ready my sword? Ich wollte euch warnen. Ja gut, okay. Ich muss dann das erste auswählen. Ja, dann komm mal her, Alter. Oh, Alter. Der ist schon tot, Alter. Das ist keine Gegner mit dem Schwert, Alter. Ich habe das Schwert einfach zu stark gemacht. Selbst die Gegner hier sind einfach lasch. Oh, das ist sogar noch stärker, das Ding, als das Schwert, das ich zurzeit bei mir habe. Panzerhandschuhe, königliche Rüstung, geil. Das werde ich jetzt alles hier ausrüsten. Aber erstmal muss ich dann meine jetzige Rüstung wegschmeißen. Wie geht das nochmal? Wegwerfen. Ach so, einfach da drauf. Beinschutz, Helm, Stiefel. Handschuh des Meuchlers, ne? Die Sachen brauche ich noch. Kampf, erprobte Panzerhandschuhe des Räubers. Okay, das war's eigentlich, glaube ich. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich nackt, ne? Jo. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und das hier. Das ziehen wir jetzt alles an hier. Zack, 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 zack. Streitkolben, Alter. 67 bis 72, Alter, krass. Noch stärker als das Schwert, das ich jetzt habe. Verbrennung, verursacht regelmäßigen Brandschaden. Geil. Boah, zwei starke Waffen. Wenn ich das Ding noch ein bisschen upgrade, dann sehr geil. Aber nur 99 Goldmünzen wert. Und das Schwert hat 640. Ja, muss mal gucken. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal tot. Das heißt, da gehe ich nochmal raus und werde dem sein Gefolge auch hier platt machen. Tja, der Galahad ist weg. Wie gesagt, das ist zu einfach. Also, na gut. Da geht das Spiel leider zu schnell vorbei, denke ich mal. Wenn alle Gegner schon mit einem Schlag tot sind, ey. Der einzige Gegner, der zwei Schläge braucht, ist dann dieser... Was war das? Troll? Ja, das große Monster halt, ja. So. Jetzt werden die drei mich wahrscheinlich auch nochmal angreifen. Und da werde ich auch nochmal Blatt machen, da. Die Säcke. Platt machen. Wenn die sehen, dass ich die Rüstung an habe. Na, ich glaube, die greifen mich so oder so an.
Sag ich doch. So, jetzt kommt der nächste. Aber gut ausweichen können die. So, jetzt werde ich mich mal ducken, dass der andere mich nicht bemerkt, weil es waren ja drei. Okay, nichts Besonderes hier. Warte mal, was war das? Beinschutz des Ritters. Beinschutz des Ritters? Des königlichen Schlechters. Beinschutz des Ritters, 83. Sogar noch stärker als das Rüstung, also diese Rüstung von dem Typ da. Krass. Okay. Nee, warte mal, was? Ach so. Hose des königlichen Schlechters. Ja, gut. Nee, komm. Das war zwar dem seine Hose, aber... Der Ritter hatte eine bessere Hose an. So. Okay, wo ist der andere? Hier. Jo, das war's. Ich könnte es natürlich alles verkaufen, ne? Ich weiß gar nicht, wie schwer ich beladen bin. Wo steht das nochmal mit dem Beladen da oben? 211 von was? 270 oder was? Ich weiß nicht genau, aber ich könnte mal alles mitnehmen. Wie liegt denn der da alle? Voll pervers. Okay. Das gucken wir nochmal. Und jetzt habe ich 242. Ich kann nicht lesen, ob das 270 ist. Ich vermute es mal, weil mein Aufnahmebutton da drüber steht. Da steht ja Stop, Delete. Und das tut die Zahlen überdecken. Aber ich nehme an, das ist irgendwas mit 270. Das heißt, ich könnte sogar noch die andere Rüstung mitnehmen. Oh. Okay. Wo ist der andere Sack jetzt nochmal? Da oben steht er. Kommt runter! Damit ich dir was über den Schädel braten kann. Du Sau. Verzweifelt der Bogenschütze? Hallo? You again? All right, you know how this works. You tell us what you want from Galahad, and we decide whether we'll let you in or not. Okay. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will ihn gar nicht sehen. Ich gehe einfach. Good. A knight of the round table shouldn't be bothered without reason. Go, and don't come back without an important matter. Okay. Ja, dann gehe ich mal. Lassen wir den halt leben. Hat nur Glück gehabt hier. Er scheint ja recht friedlich zu sein. So. Oder er weiß ganz genau, was passiert ist und hat keinen Bock zu sterben. So. Oh, da kommt noch jemand. Wahrscheinlich ein Wolf. Ist das ein Wolf? Ja, das ist ein Wolf. Bleib hier, du. Noch einer? So, Leute, okay. Das hat sich ja mal gelohnt. Die Mission ist ja gut ausgegangen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Wo geht's hin? Hier, wieder in die Burg. Dann werde ich meine Mission jetzt noch gleich abschließen. Gehen wir zuerst mal zu diesem Captain und dann... Oder machen wir das in der nächsten Folge? Ich will maximal eine Dreiviertelstunde spielen. Ich will nicht länger spielen. Ja, okay, dann bleibe ich mal hier. Vergebe noch meine Punkte hier. Charakter. Ein Punkt. Na toll. Na ja, gut, okay. Wie war das nochmal? Ich brauche Gewieftheit. Verhandlungsfähigkeiten. Ja, keine Ahnung. Magierüstung. Fernkampfschaden. Ausdauer natürlich auch wichtig. Oder halt, ja, kommen wir mal Ausdauer. Boah, Ausdauer höher als Stärke. Aber, wie gesagt, ich brauche nur einen Schlag mit meinem Schwert. So, Leute, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Teil. Dann gucken wir mal, was dieser General dann sagt und wie die Geschichte dann so weitergeht. Gut, bis dann. Ciao.